Hallöchen, Freunde, ich grüße euch zu einem kleinen, großen Ben Tested. Auch schon heute am Samstag, denn das Spiel ist ein bisschen komplexer und zwar handelt es sich um SimCity 5. Das Ganze wird sich jetzt, ja, ich weiß nicht, über zwei Wochenenden strecken, mal sehen. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal das Wochenende hier auf. Sprich, Samstag, Sonntag. Jeweils eine halbe Stunde. Und dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes basteln können. Da fällt uns sicherlich viel Schönes ein. Und wir fangen auf jeden Fall hier erstmal an. Mit einer Straße. Nehmen wir gleich mal die, da übernehmen wir die einfach. So, wie basteln wir denn mal? Ich ziehe jetzt erstmal einfach nur die Straße lang. Das ist schon teuer genug. Wir bleiben mal bei 10.000. So. Warum geht das so lange? Und zwar möchte ich euch eigentlich das ganze Spiel ein bisschen vorstellen, ein bisschen, damit ihr seht, ja, was kann man hier alles machen, was ist möglich. Und es dauert eben auch ziemlich lange, bis hier eine ordentliche Stadt entsteht. Und jetzt wollte ich mal gucken hier auf die Windkarte. Wo bist du? Das ist Luftverschmutzung. Hier ist die Windkarte. Hier können wir nämlich gucken, wo geht die Windrichtung hin. Beziehungsweise, wenn ich Gebäude baue, die irgendwelche Luftverschmutzung verursachen, kann man sich hieran ganz gut orientieren. Da baut man dann eben, also in dem Falle müssten wir jetzt hier unten unsere ganzen Fabriken hinbauen und so weiter. Damit die Leute auch ein paar Stellen haben zum Arbeiten. So, alles klar, dann machen wir das so. Moment, ich mache mir die Windkarte aus. So, mit was arbeite ich jetzt mal? Ich würde sagen, wir machen erstmal hier mittlere Dichte. Ist ja noch relativ günstig. Ja, machen wir das mal. Dann ziehen wir die hier mal so lang. So, vielleicht noch ein bisschen länger. So. Hier ein bisschen runter. Damit dann dort die Fabriken rein können. Warum sehen die Straße so komisch aus? Ach ja, alles klar. So. Dann hier noch ein bisschen hoch. Wir werden mal schauen, wie wir das alles bauen. Ob das jetzt alles so gerade wird oder ob wir da ein bisschen Schönheit noch mit reinbringen. Sehen wir ja dann. So, das sollte erstmal reichen und ich sag mal so, hier oben können wir dann auch schon anfangen mit Wohngebieten. Machen wir auch so. Aber dann machen wir hier zu. Hier ein bisschen größer. Ist das jetzt gerade? Ich weiß nicht, ich sehe das nicht so richtig. Irgendwie nicht, ne? Moment. Mal gucken hier von oben. Ja, ist gerade. Spendierlaune, ja, ich bin im Spendierlaune. Wir geben natürlich gerade ganz schön viel Geld aus. Was? Na gut, lassen wir das erstmal. So. Und hier haben wir diese schönen Flächen. Einmal hier die Wohngebiete, die wir auch gleich schon mal platzieren können. So, ja doch, machen wir das mal so. Und da fahren jetzt so langsam die ganzen Leute hier hin. Hier seht ihr schon, die Grundstücke werden schon gebaut. Und die Leute fahren dann auch, oder müssten jedenfalls gleich hier so ein bisschen reinfahren. Genau, hier kommt schon der erste. Und dann wird hier fleißig gebaut und die Einwohnerzahl steigt. Als zweites haben wir hier Gewerbegebiete, sprich Gebäude, wo man was kaufen kann und so weiter. Basteln wir uns auch mal hier ran. Und hier kriegt man auch Arbeitsstellen. Und zum Schluss die Fabriken. Und die sorgen dafür, dass
die Gewerbegebiete zum Beispiel ihre Produkte kriegen und auch, dass die Einwohner Arbeitsplätze bekommen. Da bauen wir uns gleich mal ein bisschen mehr hin. Denn nachher meckern sie sowieso alle. Wir wollen mehr Arbeitsplätze und so weiter. So, und dann sollten wir uns natürlich auch drum kümmern, wie es denn so mit Wasser, Strom und so weiter aussieht. So, Luft ist in dem Gebiet nicht so gut. Wind meine ich. So ein Windkraftwerk. Warum? Ihr seht, nur 7 Kilometer pro Stunde. Ist jetzt nicht so viel, aber es reicht für unsere kleine Stadt hier. Und ich würde sagen, wir bauen das mal hier so an den Rand. So. Damit die Leute wenigstens ein bisschen Strom haben. Für Wasser muss natürlich auch gesorgt werden. Und da sehen wir hier die Wasserkarte. Wo ist denn hier überall Wasser, ne? Und das werden wir uns vielleicht gleich hier so ins Wohngebiet stellen. Oder? Oder bauen wir das hier so hin? Ach komm, ich würde sagen hier hin. 600. Kriegen wir noch 700 hin? 1700? Nee, sieht schlecht aus. Gut, machen wir das hier so. Nee? Ja. Denn das Wasser geht ja auch irgendwann zunichte. Muss man also sehen später, wie wir das alles verwalten werden. Es gibt auch noch Abwasser, aber das können wir uns gerade nicht leisten. Das würde ich dann auch hier hinten hinschmeißen, denn das sorgt natürlich für Bodenverschmutzung und so weiter. Das mögen die Leute nicht. Kann ich auch verstehen. So, jetzt dauert es ein bisschen. Wir werden mal hier ein bisschen beschleunigen. Dann kommen hier so langsam die Arbeiter rein und der Strom verteilt sich, wie ihr seht, an die ganzen Stellen. Und hier blitzen schon die ersten Häuser auf. Ja, und man sieht, so langsam kriegen wir auch Einnahmen rein. Das heißt, die Leute gehen einkaufen, die Leute gehen arbeiten und zahlen Steuern und so weiter. Apropos Steuern, wir bauen jetzt uns ein Gemeindehaus. Damit können wir nämlich Steuern machen. Oder Steuern erhöhen, besser gesagt. Und da dachte ich, das bauen wir eigentlich ein bisschen schöner. Denn das ist ja so ein bisschen mehr, ja, was fürs Auge, sage ich mal. Aber wie wir das bauen, ist eine gute Frage. Da müssen wir mal gucken. Straße mit hoher Dichte. Genau, die Dichten sind auch immer so eine Sache, aber das erkläre ich dann später mal. Machen erstmal mittlere Dichte. Vielleicht hier so ein Bogen hin, obwohl ich schon so einen größeren Bogen gerne hätte. Machen einfach mal hier so. Ja, wir haben jetzt nicht so viel Geld, deswegen kann ich jetzt nicht unendlich hier ausgeben. Ich mache das erstmal so. Ja, da reicht schon das Geld nicht aus. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Ecke sieht also total komisch aus, aber egal. Geht schon. Machen wir das erstmal so. Sieht irgendwie besonders aus. Und falls es scheiße aussieht, machen wir uns später nochmal neu. Kein Problem. So, ein Gemeindehaus. Klatschen wir mal hier so hin. Wie machen wir das am besten? Ja, so reicht eigentlich. Ist okay. So, das freut die Leute natürlich. Mich freut es auch, weil ich kann dann die Steuern erhöhen. Ich habe mal so ein kleine Zusammenfassung über die Ausgaben und die Einnahmen. So viel steht natürlich noch nicht hier drin, da wir auch noch nicht so viel haben. Wir haben noch keine Polizeistation, wir haben noch keine Krankenhäuser und so weiter. Das alles kostet natürlich ja auch Abwasser, wie ihr seht. Das müssen wir ja dann auch bald bauen. Aber wir erhöhen erstmal die Steuern auf 11%, liebe Freunde. Denn wir wollen ja auch ein bisschen Kohle kriegen. Und ich denke, 11% sind noch ganz angenehm, auch für die Bürger. So, pro Stunde gibt es übrigens das Geld. Also, da sammelt sich schon einiges an. Und schon regnet, toll. So,
So, hier kann ich auch den Namen ändern der Stadt. Ich weiß nicht, lassen wir das so? Nö. Wir schreiben einfach mal. Ben testet. So. Taufen. So, die freuen sich natürlich jetzt. Die können einkaufen gehen. Hier kann man auch gucken. Es gibt tolle Läden zum Shoppen, ne? Und hier gehen sie einkaufen. Hier haben wir eine kleine Übersicht, was denn benötigt wird. Zum Beispiel Industrie steigt so langsam wieder an. Da könnten wir wieder einiges bauen. Aber ansonsten sieht es noch relativ gut aus. Kann man nicht meckern. Aber wir wollen uns ja weiterentwickeln, also brauchen wir mehr Einwohner. Und ich überlege, ob wir vielleicht erstmal hier den Raum nutzen. Wäre vielleicht ganz angebracht. Machen wir uns ein paar Straßen hin. So schön bis zum Rand natürlich. Wie viel Geld haben wir noch? Ja. Geht so. Jetzt muss ich gucken. Hier sind jetzt zwei Linien. Das ist natürlich. Das Liniensystem ist ein bisschen komisch, muss ich mal sagen. Und da haben wir schon zu wenig Geld. Müssen wir mal warten einen Tag. Beziehungsweise eine Stunde hier. Und die Häuser entwickeln sich natürlich mit der Zeit weiter. Und auch je nachdem, wie hoch man hier die Dichten hat. Guck mal, die Straße ist total schief. Oder habe ich... Ja, hier, die ist schief, ne? Machen die mal weg. So nicht! Machen wir dann später noch eine neue. Oder ist die da unten schief? Boah, ich habe echt einen Knick im Auge. So, na gut, wir machen erstmal hier weiter. So, das breiten wir nach außen, nach drüben. Und da können wir irgendwie nicht verbinden. Warum nicht? Ach so, weil da hier dieser Speicher steht. Ja, dann lassen wir das einfach weg. Verbinden wir dann nur noch hier die einzelnen Teile miteinander. Das ist auch gut für den Verkehr übrigens, sonst entsteht zu viel Stau. Müssen wir nochmal warten. So, jetzt gibt es wieder Kohle. Ich glaube aber, das wird auch nicht reichen. Wieso ist denn das hier schief eigentlich jetzt? So hässlich. Na gut, dann lassen wir das so. Achso, weil. Ich habe hier noch solche krummen Straßen drin. Zu wenig Simoleons. Schade. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Ja, interessiert uns weniger. Das zieht ja alles hier nach Süden. So, aber wir können ja trotzdem schon mal. So. Da müssen wir auch was bauen. Und vielleicht hier wieder ein paar Geschäfte hin. So. Und immer wenn man Geschäfte baut, steigt natürlich sofort die Industrie enorm an. Was man auch nachvollziehen kann. Denn die wollen ja alle ihre Produkte. Und die müssen noch hergestellt werden. Und hier unten baue ich, glaube ich, irgendein besonderes Gebäude hin. Damit die hier nicht zu nah aneinander stehen, die Wohngebiete und die Industrie. Übrigens, wer sowas nicht leiden kann, Simulation und so weiter, der sollte am besten jetzt abschalten. Denn das Spiel zieht sich einfach ein bisschen. Es dauert eben eine Weile, bis sich das hier alles weiterentwickelt. Und wir spulen schon vor, ne? So, wir haben jetzt 583 Menschen in unserer Stadt, beziehungsweise in unserem Dörfchen ist es ja noch. Wird sich erst später noch zu einer richtigen Stadt entwickeln. Ja, das Abwassersystem sollte man so langsam auch mal bauen. Jetzt mache ich uns auf jeden Fall erstmal hier so eine Straße hoch. Ein bisschen größer. Brauchen nämlich später auch noch ein bisschen Platz hier,
mit unserem Windkraftwerk. Denn später wird noch mehr Strom benötigt. Achso, jetzt brauche ich wieder Geld. Geld, bitte! So. Mal. Lass mal doch vielleicht hier unten so ein bisschen. Es ist ja auch nicht so groß. Von daher sollte eigentlich passen. So, jetzt fließt eben dieses ganze Abwasser direkt dahin. Später können wir uns noch eine Kläranlage und so weiter zulegen. Haben wir hier zum Beispiel. Und dazu brauchen wir aber noch einiges. Zum Beispiel mehr Einwurf. So, jetzt wird das hier alles schön aufgesaugt. Ja. Zweites Problem, wir brauchen eine Klinik und dafür brauchen wir Geld. Und das dauert jetzt eine Weile, obwohl wir können auch einen Kredit aufnehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, 25.000 Simoleons nehmen einfach mal mit. Was das bedeutet, einfach ein bisschen mehr Ausgaben noch im Monat. Hier seht ihr Kredite. Aber das geht schon. So, dann machen wir uns ein Krankenhaus hin. Aber wo genau? Ach genau, hier unten können wir eins hinbauen. Das ist eigentlich ziemlich gut. So ein bisschen mehr an den Rand, damit wir das noch erweitern können. So. Den Leuten geht es nämlich nicht so gut. Wie man hier so sieht, die ganzen Gesichter, bedeutet alles, dass... Ja, dass es denen nicht so gut geht. Durch irgendwelche Verschmutzungen etc. So, und hier fahren sie alle ins Krankenhaus. Ich hoffe, das überfüllt sich jetzt nicht sofort. Oh, 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 oh. Ja, das dachte ich mir schon. Brauchen wir vielleicht doch noch so einen Krankenflügel gleich. Ach nee, Quatsch. So. Patientenflügel. Allerdings muss man dafür auch noch mal ein bisschen warten. 12.000. Und hier noch Krankenwagen. Aber ich denke eher, der Platz ist wichtig. Warten wir mal noch ein bisschen. Aber es ist schon interessant, das Spiel. Ich muss sagen, gefällt mir sehr. Auch wie komplex das ist. Ich meine, wenn man schon mal das hier anguckt. Hier haben wir so viele Karten. Zufriedenheit. Hier, das hier wird zum Beispiel angezeigt, wie lange es noch dauert, also beziehungsweise wie glücklich die Leute sind oder ob sie sich weiterentwickeln wollen. Umso grüner das wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Größere Gebäude zum Beispiel. Und bessere. Es geht übrigens auch für die Kraftwerke. Umso hochentwickelter die sind, umso weniger Schmutz kommt dabei raus. So, jetzt haben wir eigentlich genug Geld. Jetzt können wir das Krankenhaus mal weiterentwickeln. So, machen wir noch einen Flügel hin. Ich hoffe, das reicht. So. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Ja, sehe ich auch so. Ich hoffe, das reicht auch eine ganze Weile. Ja, so viel Platz haben wir auf der Karte leider nicht, dadurch, dass hier so viel Wasser ist. Aber, naja, kriegen wir schon hin. Wie gesagt, die Häuser werden auch größer. Da passen dann mehr Leute rein. Wird schon. So, die wollen mehr Fabriken, aber ich möchte jetzt keine Fabriken bauen. Aber was wir mal machen können, wir können hier diese Straßen verbinden. So. Und so. Genau. Dann können wir dann an den Rand dann auch noch Gebäudemöglichkeiten geben. Ach, da ist auch noch nichts verbunden. Mist, zu wenig Geld. Dauert auch noch ein bisschen.
Ich erhöhe nochmal die Steuern ein bisschen. Können wir dann später wieder runtersetzen, wenn wir genug Leute haben. So. Gut, das passt soweit, aber wir bräuchten mal so langsam wieder ein paar Gebäude, wo die Leute wohnen können. Ich würde vielleicht sogar hier hinten weitermachen. Aber natürlich erst mit mehr Geld, ne? Sonst wird das nichts. Vielleicht nehmen wir noch einen Kredit auf. Oder? Ja, damit das ein bisschen schneller geht. So. Und dann sollten wir uns auch langsam mal darum kümmern, dass hier Polizei, Feuerwehr und so weiter entsteht. So, die Wohngebiete mache ich meistens so, ein bisschen quadratisch, damit das wie so eine richtige Siedlung aussieht. So, die kann man eigentlich verbinden hier. Ein Eckchen ran. Zack, zack, zack. Und außenrum Gewerbe. So, sehr schön. Die Industrie machen wir jetzt auch noch ein bisschen hin. Was soll's? Da brauchen wir auch wieder Straßen. Wo sind die Hilfslinien? Hallo? Hilfslinien? Ah, da. Ja, manchmal kommen sie, manchmal nicht. Das hier ist schon fast wieder zu eng, ne? Das lasse ich lieber erstmal. Hier mache ich die Dinger kaputt. Das ist doof. Und vielleicht lieber hier so. Das Problem ist, du willst den immer automatisch verbinden. So. Ah, die können wir verbinden, oder? Ah. Zu schräg. Naja, lass mal erstmal so. Und dafür verbinden wir das hier noch. Und dann passen da wieder Fabriken hin. Na, so, dann ist halt die Fabrik erstmal weg. Da wird sicherlich gleich eine neue gebaut. Wenn nicht, dann hat diese Fabrik dann später die Möglichkeit, sich noch ordentlich auszubreiten. So, na gut, machen wir da auch noch eins hin. Dann reicht es hoffentlich erstmal mit den Fabriken. So. Ja, und ihr seht, so langsam entwickelt sich alles. Apropos, hier können wir doch schon fast ein Upgrade, oder? Ach nee, doch nicht. Ach nee, erst ab 5000, stimmt. Stimmt ja. Gibt es denn hier schon irgendwelche Aufgaben, die wir erledigen können? Baut mehr Fabriken. Wir sind doch schon dabei. Läuft doch alles schon. Aber ansonsten noch nichts. Hier gibt es zwischendurch mal so ein paar Quests, die wir machen können. So, die bauen da ganz fleißig. Später haben wir noch die Möglichkeit, die Straßen zu erweitern. Können wir dann hier sagen, hier, ich möchte bitte mit hoher Dichte. Dann entwickeln sich die Häuser ein bisschen größer, sage ich mal. Wir können apropos mal die Häuser angucken. Die haben alle so kleine Hütchen gerade. Und ich glaube, die hier vorne haben vielleicht schon etwas größere Sachen. Ja, nee, noch nicht so. Hat sich auch noch nicht so sehr weiterentwickelt. Aber das kommt dann alles noch mit der Zeit. So, Feuerwehr wäre bald mal nötig, ne? 20.000. Oh, hier haben wir eine Aufgabe. Schauen wir doch mal. Was Ixabetaba? Sopel Quadschul Mimbo Zinsen. Ja, bis zu 2500. Klingt doch interessant. Die Quest ist, glaube ich, ein bisschen verbuggt, denn hier steht 5000. Aber egal.
Bis 5000 schaffen wir das auch noch. Ja, jetzt ist Nacht, aber trotzdem noch viel los auf den Straßen. Und unsere Einnahmen liegen jetzt bei 2600. Das ist doch schon mal was. Inzwischen kann ich euch mal zeigen, was wir hier noch so alles Schönes machen können. Oh, guck mal, hier habe ich ja sogar schon was freigeschaltet. Haben wir noch nicht erwähnt, dass ein Bürgermeister uneingeschränkten Zugang zum streng geheimen Wetterkontrollgerät des Militärs hat? Oh. Oh je, dann sind wir jetzt verloren, oder? Also wenn wir Bock haben, können wir dann... Das können wir vielleicht später machen. Wenn wir dann mit dem Test aufhören, ne? Könnten wir dann hier mal so einen schönen Sturm drüber laufen lassen. Das wäre mal ganz interessant. Habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, wie gut das so aussieht. Auf jeden Fall hier so die Weltkatastrophen. Und hier haben wir Parks zum Beispiel. Die verschönern auch ein bisschen die Landschaft und die Leute fühlen sich wohler. Die Kinder haben was zum Spielen und so weiter, ne? Muss ich mal kurz gucken. Sieht's aus. Es geht allen relativ gut. Hier ein Bahnsystem. Beziehungsweise Bus, Bahn, Züge, Boote, Flugzeuge, alles Mögliche. Also man kann schon wirklich viel machen. Und hier das Schulsystem. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass hier so eine kleine Universitätsstadt entsteht. Sprich, wir bauen alle möglichen Schulen und natürlich die Universität. Damit sich alles so relativ weiterentwickelt. Was ist unser Vorteil dadurch? Wir können zum Beispiel sauberen Strom produzieren und so weiter. Die Gebäude, die Leute werden klüger, ja, und bauen halt immer schönere Sachen. So, jetzt könnten wir mal eine Feuerwehr hinbasteln. Puh, wohin? Passt die hier hin? Nee, passt natürlich nicht dahin. Ah, ich weiß nicht. Ich würde es gerne hier so hinbauen, so in der Mitte. Dann müssen wir mal noch eine Straße bauen. Und da verbinden wir das Ganze mal. So, und hier möchte ich das gerne auch verbinden. Mit einer geraden Straße. Und mal hier so direkt durch. Und da können wir jetzt die Feuerwehr hier so hinsetzen. Bisschen mal hier so direkt dran. Dann wird hier der Bereich gut abgedeckt, sage ich mal. Denn in den Fabriken kommt es ja auch öfter mal zu Bränden. Es kann ja immer mal was passieren. Und natürlich auch in den Wohngebieten. Kann man nicht immer verhindern. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld, da können wir hier noch ein bisschen mehr basteln. So. Sieht ein bisschen schief aus, ne? Aber naja, was soll's. So, als Grenze möchte ich hier gerne Gewerbegebiete hinbasteln. Grenze, damit die Verschmutzung eben nicht so hoch sein wird. Ja, ansonsten alles Wohngebiete. Gucken, ob da auch noch welche hinpassen. Ich mache jetzt einfach mal welche hin. Die werden sich zwar ein bisschen ärgern, dass hier Fabriken sind, aber was soll's. Hier vorne so aussieht. Und wir können allgemein mal gucken. Hier und hier entwickeln sich schon langsam die Balken. Werden immer grüner und größer.
Sind das eigentlich Wohngebiete? Ich weiß es gerade nicht. Moment, da müssen wir mal gucken. Machen wir mal die Karte aus. Genau, hier zum Beispiel sind es Wohngebiete und die wollen sich weiterentwickeln. Auch die Smileys bedeuten, dass sie immer glücklicher werden, sich immer weiterentwickeln wollen und es dann auch irgendwann machen, wenn sie genug Platz haben. So, wir müssen aber dafür sorgen, dass wir mehr Geld kriegen. Nur so kommen wir ganz gut voran. Und hier beginnt ja so langsam das Stadtzentrum. Und da sollte ich dann auch wirklich Straßen mit hoher Dichte und auch vielen Spuren machen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich nur, dass hier noch eine Bahn mitfährt. Die wollen wir aber nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das machen. Können wir dann vielleicht hier so in die Richtung noch verbinden. Und dann hier so, ja, alle zwei Spuren machen wir dann noch so eine dicke Straße hin. Genauso hier. Und dann sollte es eigentlich gehen. So, wie sieht's denn aus? Wir müssen auch, wir müssen wirklich gucken, dass wir das ein bisschen erweitern alles. Hier drüben können wir dann noch Fabriken hinbauen. Am besten hier so in dem Bereich. Alles, was so unangenehm ist, also Abwasser, irgendwelche Kraftwerke, was weiß ich. Können wir dann alles noch darüber bauen. Polizei brauchen wir natürlich auch, ne? Können wir mal gucken, was sagen sie hier alles. Ich habe Rohöl gefunden. Juhu, ich bin reich. Das ist schön für dich. Toll, dass wir jetzt eine Feuerwache haben. Wasser, bla bla bla. Und hier. Hier ist jemand krank. Mehr Jobs. Ja, die wollen mehr Fabriken im Endeffekt. Was ich mal kurz mache hier. Hier. Und zwar die Straße ein bisschen erweitern. Denn ich weiß jetzt schon, dass wir später auf jeden Fall mehr brauchen. Und mal hier. Und decken wir mal so ein etwas größeres Gebiet mit ab. Ich hoffe, das reicht. Vielleicht noch ein bisschen so in die Richtung. So. Okay. Und hier nehmen wir nochmal so eine dicke Straße. Nee, das ist zu nah, glaube ich. So geht das nicht. Mist, so große Nähe. Gut, hier. Das ist okay. Das können wir nehmen. Das Geld. Ja, ein bisschen können wir noch. Und da würde ich sagen, ab hier dann wieder eine dicke Straße. Genau, und dann haben die hier so ein bisschen Abstand. Luftverschmutzung. Die nehmen natürlich auch viel Platz weg, ne? Das ist der Nachteil an diesen dicken Straßen. Allerdings haben wir da nicht so viel Stau, ne? Die Autos vermehren sich ja. Das ist das Problem. Und da reicht das Geld nicht. Aber es baut sich, wie man sieht, so langsam ein schönes Städtchen auf. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Zum lahmen Lame. Fleischladen. Nochmal zum lahmen Lama. Ja, die wiederholen sich natürlich, die können ja hier nicht tausend verschiedene Sachen. Was ist denn hier? Was denn hier?
Was ist denn da los? Die Feuerwehrshow. Ach, eine Feuerwerkshow. Ja, wird Brände auf jeden Fall verursachen. Nee, danke. Freunde, tut mir leid. Es war alles schön und gut. Aber das ist mir jetzt zu riskant. So. Dann machen wir Folgendes. Nee, in die Richtung nicht. Hier noch so ein kleines Fabrikgebiet. In die Richtung können wir auch noch gehen. Und das ist Geld wieder alle. So. Es gibt hier übrigens noch einen zweiten Modus, dass man, ich glaube, sehr, sehr viel Geld hat am Anfang und eine schöne Stadt aufbauen kann. Allerdings habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass man selber erstmal zusehen muss, dass man ordentlich Geld kriegt. So macht das Spiel, glaube ich, auch einfach mehr Spaß. Ihr kennt das ja von Sims vielleicht, von früher, wo man sich dann immer ein bisschen Geld ercheatet hat. Dann hatte man zwar alles, aber es war irgendwie dann nicht mehr so lustig. Wie das eben so ist, wenn man bescheißt, ne? Das ist einfach nicht lustig. Das lasse ich mal offen. So, okay. Gewerbegebiet, Gewerbe sag ich schon, Fabriken. So, die machen wir jetzt hier hin. Ich hoffe, die sind dann etwas zufrieden. Und hier im Zentrum kann man dann auch weitermachen. Uns ein bisschen... Könnt ihr einfach mal alles zumachen. Machen wir einfach mal alles zu. Und bauen uns dann hier so eine kleine Struktur rein. Das Schöne ist, diese ganzen Gebiete kosten nichts. Geld ist immer so eine Sache hier. Dauert immer ein bisschen. So, und ich würde sagen, wir beenden dann auch mal den ersten Test. Ich mache mal hier Stopp. Denn wir haben jetzt schon, ich glaube, 40 Minuten fast erreicht oder sogar mehr. Ich weiß es nicht. Ihr seht schon, es braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Deswegen ist der Test auch etwas länger. Ich denke mal, der wird so zwei Wochenenden dauern. Und ich hoffe, ihr habt da so viel Spaß dran wie ich auch. Und ihr könnt mir glauben, hier wird noch was ganz Schönes draus. Da werden wir uns was Feines draus machen, ne? Ja, dann würde ich sagen, bis morgen, wenn ihr möchtet. Und viel Spaß noch. Tschüss!